Jetzt hätte ich es fast daneben geschmissen. Wegen dem doofen Pferd. So, da geht das doch schon viel, viel schneller zu ernten. So, das soll aber bürsten. Na. Da. Ah, mein Fuß juckt. So, und jetzt noch einmal die Hühnchen, wie immer. Oh Gott, seid ihr schon wieder alle vor der Tür, ey. Vor der Truhe, meine ich, vor der Kiste da. Ach ja, die tollen Hühner. Man möchte sie knuddeln. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich habe als Kind auch mal ein Hühnchen ausgebrütet. Da wir hatten im Garten, also hinter unserem Garten, hatten wir eine Ranch gehabt. Da waren mal Pferde gewesen, da waren auch viele Hühner, es waren schon Hunde dort gewesen, etc. etc. Und da habe ich tatsächlich mal ein Ei stibitzt aus einem Hühnernest. Und habe das tatsächlich ausgebrütet. Das hatte ich dann, Gott, wie alt werde ich da gewesen sein, 14, 15, hatte ich das tatsächlich im BH zwischen den Brüsten im BH, da war immer so schön Platz, da hatte ich das Ei immer drin gehabt und habe das da dann gebrütet, weil da war es auch immer schön warm, verständlicherweise. Und da hatte ich das dann auch immer in der Schule dabei. Ich hatte das immer draußen. Ich habe dann immer aufgepasst und gesagt, ey, bitte nicht zu nah, bitte nicht zu fest. Ich habe da ein Ei drin. Guck mal, ich bin da gerade am Brüten. Also aufpassen, ne? Nicht, dass das Ei kaputt geht. Und da ist dann tatsächlich ein kleines Küken geschlüpft. Da kam dann tatsächlich ein kleines Küken. Und da habe ich dann das Küken großgezogen. Und als es dann angefangen hat zu krähen, weil es war dann ein Hahn, es war kein Huhn, es war dann ein Hahn. Und der gute Fridolin übrigens, habe ich den getauft. Und dann habe ich den dann zurückgebracht zu dem Hof hinten,
wo sie mich ganz erstaunt angeguckt haben, weil ja, ich mit so einem handzahmen Hähnchen da einfach angekommen bin. Und vor allem das Geilste an dem Ganzen, das Küken ist dann während der Schulzeit tatsächlich geschlüpft, sodass dann wirklich die ganze Klasse außen rum saß, während da sich das Küken aus dem Ei gearbeitet hat. Und ja, also das war schon richtig cool. Also, und das war so schön flauschig danach. Das war am Anfang noch ein bisschen verklebt und ein bisschen nass, so wie es halt normal ist nach der Geburt. Aber das war dann so richtig flauschig und das war so süß. Ich weiß leider nicht, was mit dem Hahn passiert ist, ob der geschlachtet wurde, ob der als Hahn leben durfte. Das weiß ich leider nicht. Das wurde mir da nicht gesagt. Und ich glaube, sonderlich begeistert, dass ich da das Hühnchen mitgenommen habe, waren sie, glaube ich, auch nicht. Obwohl, es war eigentlich nur ein Ei, weißt du? Ich habe noch nicht mal ein Huhn oder ein Hahn geklaut. Es war halt einfach ein Ei. Ja, ne? Ich glaube, das fanden die nicht so toll. Meine Eltern fanden das dann übrigens auch nicht so toll. Aber sie fanden das toll, dass ich das wirklich durchgezogen habe. Ach, ich wollte doch die Gießkanne mitnehmen. Jetzt. Aber die fanden das toll, dass ich das durchgezogen habe, dass ich es nicht abgebrochen habe, sondern dass ich mich auch richtig drum gekümmert habe und das auch tatsächlich großgezogen habe. Und schaffen ja auch nicht alle. Viele sind ja mit einem kleinen Haustier, mit einem Hund oder einer Katze schon überfordert in dem Alter. Wenn ich da zurückdenke an meinen Neffen, der mit 5, 6 oder was, 7 Jahre, ich weiß gar nicht, einen Hamster gekriegt hat, den er dann immer voll traktiert hat, weil er wusste einfach nicht, wie man damit umgeht. Weil der Hamster war den ganzen Tag am Pennen, der war ja nachtaktiv. Der war den ganzen Tag am Pennen, lag den ganzen Tag in seinem Häuschen eingelullt in seiner Wolle und in seiner Hamsterwolle und in seinem, was er sich halt da aufgebaut hat. Da lag der den ganzen Tag drinne. Mein Neffe hatte nichts von dem und dem war langweilig. Ja, dann hat er einfach halt mal zum Beispiel das Häuschen genommen, hat das hochgehoben, dass er halt, dass der Hamster dann halt ganz verwundert den angeguckt hat und hat dann halt einfach mal das Häuschen auf ihn drauf gedrückt, um zu sehen, wie er reagiert. Wo ich mir dann nur dachte, hallo, also sorry, ne? Und dann hat er mit Stiften gepiekt und hier traktiert und da gemacht und hier. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ey Mädel, du kannst das kannst du nicht bringen, dass dein Sohnemann hier den Hamster quält. Also sorry, ne? Seh zu und nimm dem den Hamster weg, sonst knallt's. Weil ich hätte auch den Tierschutz angerufen, wäre mir egal gewesen. Ich sehe es jedenfalls nicht ein, dass da so ein kleiner Hamster gequält wird, weil so einem kleinen Blach irgendwie einfach mal langweilig ist, weißt du? Das muss nicht unbedingt sein. Also wenn man seinem Sohnemann schon ein Haustier kauft, dann hat man auch danach zu schauen, dass der da ordentlich sich drum kümmert und nicht dahergeht und oh, mir ist langweilig, ich piek den jetzt einfach mal mit dem Stift oder guck mal, wie er reagiert, wenn ich den mit einem Haus zusammenquetsche und hast du nicht gesehen. Also das sowas geht gar nicht. Und da hat er dann den Hamster weggenommen gekriegt, weil er war einfach noch zu jung für das Vieh. Und ja, also geht gar nicht. So. Ah. Wieder einen Tag geschafft. So langsam muss ich mal schauen, dass ich unsere schwangere Schnucki in den Stall bringe, dass sie dann am nächsten Tag das Kälbchen zur Welt bringen kann. So, guten Morgen. Wann ist es denn soweit? Noch 3 Tage. Ah, da hast du noch ein bisschen Zeit. Darfst noch ein bisschen draußen verbringen. Mich wundert es, dass es bisher noch kein einziges Mal geregnet hat. So, Schnucki, bitteschön.
Guten Morgen. Was ich mir hier gerade hier wünsche, wäre so ein Melkstall. So ein Melkstall halt einfach. Weil bei Stardew Valley zum Beispiel gibt es ja auch diese Vorrichtung, wo die Sachen automatisch einsammelt. Das wäre für hier auch so mega. Oh, da würde ich mich freuen. Und ich habe tatsächlich Stardew Valley wieder angefangen. Aber das ist jetzt schon ein paar Tage her. Also ihr müsstet jetzt schon ein paar Folgen davon gesehen haben. Mit meiner Schwester tatsächlich. Die hat sich das letzte Woche hat die sich das gekauft. Also tatsächlich letzte Woche hat die sich das gekauft und hat gesagt, boah, sie ist das so am Suchten gerade. Weil das hat so viel verschiedene Sachen. Das hat, boah, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Man hat so viel zu tun. Man kann so viel machen und. Ja, ich hatte ihr das schon viel früher gesagt, dass das Spiel unfassbar geil ist. Sie wollte ja nicht hören, aber jetzt weiß es. Und jetzt ist sie das am Dauerzocken, vorausgesetzt sie kann es, weil sie muss ja auch arbeiten. Deswegen gab es übrigens auch nur 4 Folgen, aber mit jeweils 30 Minuten. Und wenn wir halt mal wieder Zeit finden, vielleicht Wochenends oder so, wenn sie halt mal, auch wenn sie Lust hat oder Zeit hat, wird halt ein bisschen gespielt, wird ein bisschen bei aufgenommen. Deswegen habe ich da dort schon erwähnt, dass man ja nicht damit rechnen soll, dass das regelmäßig, konstant, immer schön brav am Laufen ist. Weil Simönchen hat auch mal keinen Bock. Sie möchte auch mal nicht spielen oder ich habe mal keine Lust zu spielen oder es geht einem mal nicht gut oder man kann nicht, weil man viel Stress hat etc. pp. Oder man kommt einfach mal nicht dazu. Kann auch gut sein. Und ja, ne, kommt halt vor. Dementsprechend habe ich da schon die Warnung gegeben, dass es nicht unbedingt regelmäßig kommen muss, kann, soll, will, wie auch immer. Dementsprechend sollte man sich da nicht wundern, wenn da nicht oft was kommt. Das ist ja das gleiche wie bei Diablo, ne? Wir haben bei Diablo 2 haben wir auch eine ganze Menge aufgenommen im Voraus und dann hatte sie halt keine Zeit mehr und teilweise auch keine Lust und ich hatte dann auch nicht groß Lust. Ja, und auf einmal, dadurch, dass halt diese Diablo 2 Online-Accounts nach, ich weiß gar nicht, einem halben oder einem Dreivierteljahr gelöscht werden. Ja, deswegen sind halt unsere Spielstände nicht mehr da und deswegen wäre es wieder neu, wo wir anfangen müssten. Wäre blöd, ehrlich gesagt. Das wäre eigentlich richtig blöd. Ja, und dementsprechend wird da wahrscheinlich auch, wenn mal was kommt, wahrscheinlich wieder eine neue Staffel angefangen. Oder wir spielen nochmal neu bis zum zweiten Akt, weil den zweiten Akt, ich glaube mich jedenfalls zu erinnern, dass wir frisch im zweiten Akt ankamen, dass wir einfach so weit vorspielen, bis wir da halt wieder an dem Punkt sind, wo wir waren, so wie ich es jetzt bei Fallout zum Beispiel gemacht habe. Und dass wir dann halt, wenn wir dort sind, dann halt aufnehmen. Weil keiner will irgendwie 500 Mal sehen, wie wir zum zweiten Akt kommen. Und ja. Dementsprechend wäre das auch eine Option beispielsweise. Jo. Oh, jetzt ist er aber geschlaucht, der Arme. Guck mal, ist sogar erst Mittagszeit. So was. Es ist sogar erst Mittagszeit. Ja, das kommt davon, wenn man mal nichts gießen muss, ne? Das kommt tatsächlich davon, wenn man mal nichts gießen muss. So kriegt man dann ein bisschen
ein bisschen Gras noch mit. So. Flupp. Flupp. So, und wenn wir dann mal wieder genug Gras haben, dann können wir wieder ein bisschen umgraben und dann können wir auch mal wieder eine Fuhre Gras kaufen gehen. Na, wobei, wir haben eigentlich noch eine ganze Menge Zeit. Wir können eigentlich noch mal eine Fuhre Gras kaufen. Ich hoffe, wir kommen dann nur rechtzeitig wieder nach Hause. Weil es ist jetzt schon 3 Uhr. Mit... ach so, stimmt, es war ja, glaube ich, Samstag, ne? Ja. Stimmt. Ja gut, dann machen wir das eben dann am Montag. Ach, Mist, da habe ich nicht so schnell dran gedacht, sonst hätte ich das gar nicht gebraucht. Beeilung, 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 vielleicht komme ich noch rechtzeitig. Oh ja, sehr schön. So, dann schaue ich jetzt nochmal nach. Ich weiß nicht, ich bin mir nie sicher, ob ich geguckt habe. Das ist immer so ein bisschen doof. So, Schnucki, auf, schlafen. Gute Nacht. Und guten Morgen. Und schon wieder schönes Wetter. Ist auch was anderes zu sagen. Na, wenigstens wechselt sie zwischen ein paar verschiedenen Konversationen. Vorher war es ja immer, streich unser Haus, streich unser Haus. War dann irgendwann auch nicht mehr lustig. Ich glaube, das war sogar noch nie lustig. Ah, die erste große Milch. Sehr schön. So, bei dir ist es auch bald soweit. Morgen kommst du dann in den Stall. So. Alter, diese Milchflaschen, die platzen ja fast aus allen Nähten. Na, geh mal richtig hin. Wie die immer so schön mit dem Schwänzchen wackeln. Ich finde das immer so süß. Also ich finde das richtig knuffig, wie dieses Spieldesign hier gemacht wurde. Ich finde das richtig knuffig. So, heute waren sämtliche Kühe mal brav. Ja, da sagt man das einmal, weißt du? Da sagt man das einmal und dann sind sie direkt wieder unartig. Böse Kuh. Böser Kohl. So. Das haben wir auch.